Also erstmal einen schönen guten Abend allen zusammen. Herzlich willkommen beim SVW hier in der Peter Arena. Wir freuen uns alle sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Nur mal kurz eine Info für alle. Wir haben sowohl unsere Netzwerkvereine eingeladen, wie aber auch die Fußballschultrainer, die NLZ-Mitarbeiter und Trainer und haben auch vereinzelt ein, zwei Schiedsrichter von uns hier heute im Haus, weil ja, das Spiel, Fußballspielen, die Schiedsrichter ja auch interessiert. Von daher kann man damit sicher auch was mitnehmen. Ich will ganz kurz mich vorstellen, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Matthias Henn, bin organisatorischer Leiter und habe zumindest euch oder eure Ansprechpartner der Netzwerkvereine eingeladen für den Abend heute. Ich möchte natürlich ganz herzlich unsere Gäste vom DFB begrüßen, den Hannes Wolf, den Hanno Balic und den Daniel Stredak. Schön, dass ihr da seid auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt. Genau, wie gesagt, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt, Hannes. Genau, ganz kurz noch was zum Ablauf. Ich hatte ja in meiner Mail geschrieben, dass es eine Demo-Trainingseinheit geben wird. Diese müssen wir leider absagen. Aufgrund des Regens ist es uns nicht gestattet, heute in der Britta Arena zu trainieren. Nichtsdestotrotz hat der Hannes ausreichend Videomaterial mitgebracht, um euch das Ganze zu präsentieren. Wir machen jetzt eine Stunde, Stunde 15 Vortrag, dann gibt es eine viertelstündige Pause. Da ist auch nochmal die Möglichkeit zu essen und zu trinken, zu sich zu nehmen unten. Und dann gibt es nochmal eine zweite Runde und dann denke ich, dass wir einen gelungenen Abend haben und ja, der Hannes uns einiges von der Trainingsphilosophie in Deutschland, wie er es genannt hat, präsentieren wird. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns, sind gespannt. Viel Spaß. Ja, schönen guten Abend zusammen. Wir freuen uns, hier zu sein mit Hanno, mit Daniel, auch für mich persönlich. Wir rechnen bei jeder Veranstaltung, wo Trainer kommen und wo wir über Fußball und über Training sprechen können, immer so mal 15, weil im Schnitt kümmert ihr euch wahrscheinlich um 15 Spieler oder Spielerinnen. Und bei, weiß nicht, wie viel sind jetzt gezählt, 100 Leuten, fühlt sich das so an, dass wir damit Einfluss haben und haben das konkrete Ziel, euch ja, so etwas mitzugeben, über Training sehr, sehr konkret, sehr, sehr transparent, umsetzbar in die Praxis und natürlich auch mit dem klaren Ziel, dass wir vielleicht alle 1% besser werden und die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, wen auch immer ihr trainiert, davon profitieren können. Wir machen das in maximaler Offenheit und Transparenz aus dem ganzen Lebensweg, in all den Rollen, die wir schon hatten in unserem Leben. Jetzt bei mir ist, ich habe in allen deutschen Seniorenligen gespielt oder trainiert, habe lange auch in der Jugend gearbeitet, ich weiß gar nicht, wie das geht zeitlich, aber irgendwie hat das geklappt. Ab und zu den Job wechseln, dann ist alles möglich. Habe aber auch zwei Töchter, die Handball spielen, das heißt, wir haben darüber, weil wir die auch einfach da begleiten in dem Basissport und natürlich auch verschiedenste Mannschaften schon trainiert. Wenn wir Hanno nehmen mit seinen 400 Profispielen, plus minus 400 Profispielen. Das ist ja eine Perspektive, die ich jetzt zum Beispiel nicht habe oder haben konnte. Und Daniel, der lange in Heidenheim im Kinderfußball gearbeitet hat und deswegen, wenn der Trainingsphilosophie Deutschland steht, dann ist eins klar, das ist nicht Trainingsphilosophie Hannes Wolf, weil das hätte ich mich nie getraut, sondern das ist abgeklärt und wir haben ein offizielles Kompetenzteam gebildet mit Hermann Gerland, Peter Hermann, Sandro Wagner, Sven und Lars Bender, die beiden. Die Mädels aus unserem Team mit dabei und haben das aber auch an verschiedensten Orten besprochen und so auch bei der Tagung der Leiter der Nachwuchsleistungszentren und haben dann einfach mit Wiesbaden, mit Armin dann gesagt, hey komm, das sind so viele Schnittmengen, lass uns das doch zusammen machen und lass uns das aber nicht nur fürs NLZ machen, sondern einfach größer machen und die Leute mitnehmen und davon profitieren lassen. Wir machen das, wenn jemand Fragen hat, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, da reingehen. Wir machen nachher auch eine Pause. Wer dann nicht laut fragen möchte, kann in der Pause Daniel oder Hanno fragen. Und dann können wir dann nochmal sortieren und dann, dass einfach auch das greifbar ist und jetzt nicht nur Vortrag, sondern auch die Möglichkeit ist, irgendwie da reinzugehen und eure Themen einzubauen. Und ich habe auch überhaupt kein Problem mit Handzeichen und hier zu diskutieren. Dadurch, dass die Trainingseinheit ausfällt, was natürlich ein bisschen wehtut, uns auch, weil uns macht auch am Ende am meisten Spaß auf dem Platz, haben wir natürlich hier auch einfach ein bisschen Zeit, die wir sinnvoll und bestmöglich nutzen wollen. Wenn ihr Trainingsphilosophie Deutschland steht, dann steht darunter Entwicklung individueller Qualität. Und das ist das, was wir
was wir vermitteln wollen, was wir auch unbedingt brauchen im deutschen Fußball, individuelle Qualität. Jeder weiß das, wenn ich vor dem Spiel den Gegner angucke und weiß, die sind eigentlich schon auf ganz vielen Positionen individuell besser, dann ist das ein Problem. Und individuelle Qualität ist natürlich der Schlüssel im Fußball. Sonst würden keine Ablösesummen in Millionenhöhen bezahlt, sonst würde es keine Kaderplaner geben, sonst würde es keine Scouting-Abteilung geben, weil dann wäre es ja beliebig. Dann könnte man ja einfach die Leute dahin stellen, spiel mal. Also wir kennen ja so Transfersummen und was für Top-Spieler bezahlt wird. Das heißt, natürlich ist das der Schlüssel und das Wichtigste, dass die Spieler gut sind und bestmöglich sind. Und damit wollen wir uns intensiv beschäftigen. Wir haben folgende Situation in der Spitze, weil wenn man sowas macht, ich hoffe, ihr seht alles hinten. Wer hier vorne ist, noch ein paar Plätze frei. Wer da sagt, hey, ich möchte noch näher dran, kommt nach vorne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Plätze sehe ich mal direkt. Wenn man sowas macht, wenn wir jetzt gerade top wären in der Ausbildung von Spielern, hätten wir ja nie eine Trainingsphilosophie Deutschland gemacht. Also lass uns einfach so weitermachen und lass uns bitte nicht stören. Die Realität ist, im U21-Bereich an der Spitze haben die Engländer und die Franzosen einen Talentpool, der 3- bis 4-mal so groß ist. Das heißt, 3- bis 4-mal so viele Spieler, die eingesetzt werden in den Profiligen. Das ist das eine. Sie haben mehr Spieler. Wir können das auf Belgien, Spanien, also jetzt auch wenn man in die größten Verhältnisse des Landes guckt und wie viele Kinder anfangen Fußball zu spielen, kannst du das eigentlich auf alle Nationen reinrechnen. Also sie haben also mehr Spieler und die Engländer bei der letzten U21-EM hatten im Schnitt 14 Spiele mehr gemacht in der Saison, jeder einzelne. 14 mal 90 Minuten mehr. Und wir reden über Premier League und Championship und können jetzt schlecht behaupten, dass die schlechter sind als die Bundesliga oder die zweite Liga. Und da sehen wir sind einfach hinten dran, sowohl von der Breite der Spieler als auch dann in der Qualität der Spieler im U21-Bereich. Warum ist die U21 entscheidend, um die Ausbildung in Deutschland zu bewerten? Jeder wird jetzt mit 15. Ihr wisst das, manche sind körperlich 12, manche sind schon 18. Das heißt, der Unterschied ist unfassbar, unglaublich. Und wie sollen wir dann bewerten in der U17, wie gut die Ausbildung war? Und wir haben so viele, jetzt machen U20-Nationalmannschaft, Hanno macht die U18, der Toni Di Salvo, der in unserem Team ist, macht die U21, Alex Pavlovic ist jetzt bei Bayern München, spielt, ist diese Saison Nationalspieler geworden. Ich habe das erste Mal mit ihm telefoniert und gesagt, Alex, warum jetzt erst? Sagt er, ich bin Spätentwickler. Ich war immer klein, ich musste immer kämpfen, jetzt bin ich 1,87. So, und deswegen können wir das vorher gar nicht bewerten, weil auf die Idee wäre in der U15 gar keiner gekommen, dass der bei Bayern spielt. Und der U21-Bereich, dann ist das biologische Alter rausgewachsen, da kann man es bewerten. Und der Status quo ist der. Der zweite Punkt, wir haben in der Bundesliga, wir hatten Einsatzzeiten in der Bundesliga, deutsche U23-Spieler hatten wir so einen Peak 2010 und 2014 sind ja diese Spieler dann Weltmeister geworden, zum großen Teil. Und dann ist es immer weniger geworden. Die Anzahl der ausländischen U23-Spieler ist deutlich gestiegen. Man kann das aus mehreren Perspektiven sehen. Man kann sagen, die ausländischen U23-Spieler sind besser geworden. Das glaube ich auch. So, wenn man weiß, welche Entscheidung England getroffen hat vor 10, 12 Jahren, als sie in der gleichen Situation waren, die wir jetzt vielleicht haben. Das glaube ich auch. Aber trotzdem spricht es natürlich auch dafür, dass wir an Qualität eingebüßt haben bei unseren jungen Spielern. Und jetzt sagen ja einige jetzt, das ist eine Mannschaft. Was redet der? Ich trainiere hier die D-Jugend im kleinen Verein. Wen juckt denn das? Da bin ich keiner Nationalspieler. Das betrifft mich gar nicht. Aber das betrifft uns. Und deutsche Fußballkultur ist nicht nur A-Nationalmannschaft und nicht nur NLZ und nicht nur großer Verein, sondern es ist auch die Basis und das sind die kleineren Vereine. Und ich meine, es sind hier viele Menschen, die so an den Fußball gebunden sind, dass sie nach ihrer aktiven Karriere Trainer geworden sind und das weitergeben möchten. Oder mit ihren Kindern trainieren und eine tolle Zeit mit ihren Kindern beim Fußball zu haben. Und das wollen wir natürlich auch erhalten. Aber auch da ist die Realität, viele haben 4 E-Jugenden, aber keine A-Jugend mehr. Weil die Freude am Fußball irgendwo auf dem Weg verloren gegangen ist. Und wir wollen beides beheben, weiß ich nicht. Aber wir wollen an beides ran und versuchen, eine Rezeptur zu geben und Anregungen zu geben, wie wir auch das ändern können, damit die Freude am Fußball so stark ist, dass die nicht in der C-Jugend beim ersten Widerstand aufgehört wird. Und da finde ich wichtig, wir können trotzdem das nicht von der individuellen Qualität entkoppeln und von der Entwicklung des Einzelnen, weil wenn ich im Torschuss in der Schlange stehe, Runden laufe,
10 gegen 8 spiele und den Ball nicht habe, zweimal die Woche zum Fußball gehe, aber eigentlich nicht involviert bin, lerne ich natürlich auch nicht genug. Und dann habe ich auf meinem Niveau keine Erfolgserlebnisse. Das heißt, wir können natürlich die Freude am Fußball nicht davon entkoppeln, wie gut man ist. Auf seinem Niveau. Muss nicht. Das ist ja gar nicht das Top-Niveau sein. Ich sage auch immer, ich war auf meinem Niveau ein richtig guter Stürmer. Die Frage, was das Niveau war. Was ist passiert? Warum? Warum sind wir in die Situation gekommen? Und 2010 haben wir gerade gesehen, seitdem sind zwei Dinge passiert, an die wir unbedingt dran müssen und die, für die der Einzelne auch gar nichts kann. Und ich kann sie beide erzählen, weil ich dabei war. Weil 2010 habe ich das erste Mal die A-Jungs vom BVB trainiert und habe damals den Athletiktrainer von Kloppo gefragt, wie lange spielt man denn 4 gegen 4 pro Woche? So klassische Frage. Du guckst Training und siehst so Mario Götze mit 17 und Lewandowski und wie die alle, war unglaublich, wie die gespielt haben. Und fragst, wie lange spielt er? Ja, 16 bis 20 Minuten pro Woche, netto pro Woche, pro Spieler. Und, okay. In der Zeit sind ja die ganzen Athletiktrainer in den Fußball gekommen und das war die Lehrmeinung. Die wurde aber nicht übersetzt auf den Nachwuchsfußball. Und jetzt aus der eigenen Biografie, ich weiß, es ist immer gefährlich, Sachen aus deiner eigenen Biografie zu bewerten. Wenn ich den VfB Stuttgart trainiert habe und da ist Holger Badstuber oder Daniel Ginczek, wo die Knie schon angeschlagen sind, so im Herbst der Karriere, denen reichen auch 3x3 Minuten in einer Woche, 4 gegen 4 zu spielen, hart 4 gegen 4 zu spielen, um Samstag um 15.30 Uhr sauber auf dem Platz zu stehen und ein Bundesligaspiel zu machen. Für einen Jugendspieler ist das auf Dauer der Untergang. Und diese Belastungszeit hat Einzug gehalten in den Nachwuchsfußball. Die andere Seite, Hermann Gerland, der in unserem Team ist, weil wir haben natürlich als erstes versucht, das festzuhalten, was vor 20 Jahren gut war, vor 10 Jahren und in 10 Jahren immer noch gut ist, also was den deutschen Fußball ausmacht. Wir haben natürlich zuerst die gefragt, die 50 Jahre Bundesliga gemacht haben. Hermann Gerland, Peter Hermann, hat früher 10x4 Minuten 4 gegen 4 gespielt, pro Spieler. Also ich meine nicht 10x4 Minuten, die Hälfte stehst du draußen und dann spielst du, sondern wirklich spielen in einem Training. Hat das aber mehrfach pro Woche gemacht. Also gehen wir mal von 20x4 Minuten kleine Spielform aus beim FC Bayern und er trainiert Thomas Müller, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Holger Badstuber, David Alaba, Sandro Wagner, Misimovic, können wir so weitermachen. Das heißt, das, was damals gemacht wurde, war einfach 4x so viel, 5x so viel in den kleinen Spielformen, in Gleichzahlspielen, wie es dann normal geworden ist in der Trainingswoche. Und da müssen wir in die Minuten und müssen genau zählen, wie viel spielen wir denn eigentlich wirklich in kleinen Formaten. Und da haben wir gleich viele Beispiele dazu. Wo kam früher das 4 gegen 4 noch her? Aus Holland kam es auch, genau, die haben es so gemacht, aber in Deutschland kam es vom Wolfsplatz. Da hast du vielleicht schon 2 Stunden auf dem Bolzplatz gespielt und du bist zum Training gegangen und dann war es vielleicht auch nicht mehr so relevant, ob du dann beim Torschuss in der Schlange stehst, weil du hast ja schon 2 Stunden gespielt. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, wir haben damit da ja noch einen Verstärker drin. Also wir haben ja noch einen Verstärker, dass es den organisierten, dass es den unorganisierten Fußball viel, viel weniger gibt. Die zweite Entwicklung, wer arbeitet mit Videoanalyse? Wer hat Videoanalyse bei sich in der Mannschaft? Also, wer hat das? Ja, okay. Einige, ja, doch einige. 2010, das ist immer interessant, weil so junge Trainer, die gucken mich dann mit großen Augen an, weil so, als würde ich sagen, wenn ich sage, ich bin ohne Handy groß geworden, das kann ich ja manche gar nicht vorstellen. 2010 gab es keine Videoanalyse in der A-Jugend. Wir wussten nicht, wie der Gegner spielt. Und die 2014er Weltmeister sind ohne Videoanalyse groß geworden in der Jugend, weil es das nicht gab. Ich habe mit mehreren gesprochen. Auch aktuelle Nationalspieler, Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich, Hanno ist ohne Videoanalyse groß geworden im Nachwuchsfußball. Das gab es nicht. Das heißt, wenn wir sehen, 2010 waren ganz viele junge Spieler, dann haben die kein Video gemacht. Was ist passiert? Die Videos kamen irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, dann sind sie da. Und wenn sie da sind, kann ich schlecht sagen, ich gucke das nicht. Also kannst du schon, aber ist kritisch in dem Moment. Jetzt nehmen wir, weil wir Videos haben von 450 Minuten Training, 100 jede Woche, raus und machen Taktik. Und das Krasse ist ja, wenn du Videoanalyse machst, dass es sich jede Woche ändert. Das ist ja jede Woche anders. Das heißt, du weißt ja auf einmal, wie der Gegner spielt. Du hast nicht nur dein eigenes Video, sondern du hast ja das vom Gegner.
Also hast du jede Woche eine Variabilität, eine neue Situation. Und die fließt natürlich ein ins Training. Und wenn du 4 Jahre lang, 17 und 19, 100 Minuten nimmst von der Arbeit an der individuellen Qualität und steckst sie in Teamprozesse und flexible Taktik, dann ist, glaube ich, relativ klar, dass dann in der individuellen Qualität irgendwann was fehlt. Und das ist passiert. Da kann der Einzelne gar nichts für. Weil wenn sie da sind, muss sie gucken und wir versuchen das jetzt einzuordnen und davon wegzukommen. Das heißt nicht, dass man keine Videoanalyse mehr macht. Das heißt aber, dass man keine Minute weniger in der individuellen Qualität arbeiten sollte, weil man ein Video vom Gegner hat. Wenn wir über Training sprechen heute und wir haben dann 0,0 das Ziel, alles abzubilden. Das ist nicht unser Ziel. Wir wollen heute nicht euch alles vom Training sagen und das und das und das, sondern das Ziel ist, das Wichtigste abzubilden, dass die Ernährungspyramide eigentlich ganz gut für. Wir wollen uns mit dem Wasser trinken und Obst und Gemüse essen, des Fußballtrainings beschäftigen. Und wenn wir sagen, kleine Spielformen sind das Wasser trinken des Fußballs, also wer findet Spielen auf Tore nicht wichtig für Spieler und Spielerinnen? Habe ich auch noch nie jemanden gehört, wo man gesagt hat, Spielen auf Tore ist nicht wichtig. Für uns ist das das Fundament, Spielen auf Tore. Und damit wollen wir uns beschäftigen. Und wenn wir jetzt auf das Bild gucken, dann steckt da schon sehr viel drin, weil es war ja so, wir haben das ja die ganze Zeit gemacht. Also wenn ich jetzt hingegangen bin und ich spreche nicht über Minuten, sondern ich sage nur die Varianten, sagen alle, ja, machen wir doch. Aber ich muss natürlich 6 Gläser Wasser am Tag trinken und nicht 2. Und ich muss viel in Spielform spielen und nicht wenig. Also sonst habe ich das gemacht, aber ich bin trotzdem unterversorgt. Und wenn ich 2-mal die Woche joggen gehe und ich laufe 2-mal 30 Minuten oder ich laufe 2-mal 90 Minuten, dann ist das die gleiche Sportart, aber es ist ein Unterschied. Und so ist das da natürlich auch. Es geht um die Dosierung und es geht auch um die Konstanz und Konsequenz. Jeden Tag oder jede Woche, im Fußball, dass ich vielleicht etwas besser trifft, dass ich jede Woche nicht das Fundament, die Basis abdecke, spielen auf Tore. Das steckt hier ganz gut drin. Wir haben das auch für Coaching. Wir gucken übrigens gleich ganz viele Trainingsvideos. Nicht, dass ihr denkt, es geht doch so weiter. Aber wir brauchen die Hinführung, um da tief reinzukommen. Wenn wir sagen, Spielen auf Tore ist wichtig, dann könnte jetzt der ein oder andere sagen, ja, dann lass doch sofort 11 gegen 11. Das ist doch einfach. Alle, die da sind, spielen in einem Feld. Ist doch leicht. Das Problem ist das hier. Und wenn wir jetzt heute nur das Training sehen. Wer trainiert D-Jugend? Wenn du morgens in D-Jugend-Training gehst und du spielst 7 gegen 7 oder du spielst 3 gegen 3, dann hat das ja für übermorgen keinen Einfluss. Also übermorgen ist ja keiner besser, weil du jetzt einmal einen kleinen Format gespielt hast. Aber wenn wir die Entscheidung treffen und wenn wir es von diesem Moment lösen und das mal in die Zukunft denken, einmal 3 gegen 3, 200 Ballaktionen, 7 gegen 7, 50 Ballaktionen. Nach 10 Entscheidungen, und wenn wir es 10-mal entscheiden, wir nehmen den Kinderfußball und wir kriegen jetzt die kleinen Spielformate am Wochenende und wir trainieren 2-mal die Woche. Da sind 10-mal 3 Wochen, 3,5 Wochen, 4 Wochen. Dann habe ich 2000 Ballaktionen gegen 500. Und wenn wir dann auf 100 gehen, das ist dann ein knappes Jahr vielleicht, habe ich 20.000 Ballaktionen gegen 5.000. Und ich glaube, wir alle können das dann hochrechnen, einfach mal auch auf die Grundschulzeit, wer dann am Ende der Grundschule die besseren Spieler sind. Und das sind die Entscheidungen, die auch die Engländer, die Belgier, die Österreicher, die Schweizer alle getroffen haben. Wir wollen das aber nicht nur am Spieltag, wir wollen das auch im Training. Und wir wollen vor allem, dass nicht die C-Jugendtrainer sagen, ja, ist das ein Kinderfußball? Das hört dann ja wieder auf, sondern ihr werdet gleich sehen, für uns ist total relevant, dass diese Entscheidung weitergeht. Im Zweifel im kleinen Format zu spielen. Wie viele Ballkontakte hat, wie viele Ballaktionen hat ein Stürmer im Bundesligaspiel? Ungefähr? Wow. Ja, kommt drauf an. 10 wäre fies. 10. Ja, wenn du dann 4 Tore machst, stimmt, dann ist alles gut. Können wir uns auf 30 einigen? Vielleicht. Wenn man 11 gegen 11 trainiert, 30 Minuten. Wie viele Ballaktionen hat er? 10. Das heißt, wie wollen wir einen Stürmer entwickeln über große Spielformate? Das geht nicht, weil der einfach den Ball nicht hat. Und all das, was er braucht, wenn er den Ball dann bekommt im Spiel, muss er ja
100.000 Mal gemacht haben, damit er die Sicherheit hat, das abzurufen. Und der Simon Terodde guckt sich unsere Sachen an und sagt, ja klar, das kannst du den Stürmer nicht im großen Format entwickeln. Und auch da sehen wir schon dieses Zutaktisieren, große Formate spielen, Video. Das ist ja alles kein Zufall, wenn dir auf einmal dann irgendwann Positionen fehlen. Darauf wollen wir heute auch eingehen. Wie kriegen wir denn die Positionen eigentlich hin? Hallo, wenn du neben deiner Tätigkeit als U18-Nationaltrainer auch deine Jungs trainierst, weil dadurch, dass wir nicht im Tagesgeschäft sind, können wir manchmal mitgeben, und du coachst das. Wie coachst du so eine Spielform? Was ist für dich das Wichtigste, das Zweitwichtigste, das Drittwichtigste? Das Wichtigste ist, sofort wieder der nächste Ball, ich habe das Spiel anlaufen, aber vor allem hat es den Laufstatus positiv zu bleiben. Nicht als der Trainer, der den größten Trainer nicht anführt, aber der nur beispielsweise wieder da eine Unfallsituation ist, um das Spiel schnell zu halten, um sie in die Hand zu halten. Und mit so langen Pausen, mit Spielpausen, wenn man dann gleich das Spiel nach 3 Minuten nach 4 Minuten, und in den Spielpausen, wird er jetzt auch treffen können. Und dann, vielen Dank. Wer trainiert im Kinderfußball? F-E-Jugend. Ihr spielt ja wahrscheinlich schon auf vielen kleinen Feldern, vermute ich mal, 2 gegen 2, 3 gegen 3. Jetzt seid ihr ja manchmal alleine oder zu zweit, habt aber 4 oder 5 Felder. Habt ihr schon mal Eltern mit eingebaut als Spielfeldbegleiter, dass ihr sagt, pass auf, das hier ist deine Aufgabe, halt das Spiel schnell, spiel die Bälle ein, sorgt da, gut, manchmal muss man noch dafür sorgen, dass sie sich nicht prügeln. Ja, ist ja auch die Realität, man muss auch ein bisschen die Eltern auswählen. So Impulskontrolle wäre gut. Aber habt ihr es schon gemacht? Funktioniert das? Ist das neu, die Idee für euch? Oder habt ihr das schon vor 8 Jahren gemacht? Training habt ihr schon lange gemacht. Nein, aber dass die Eltern eingebaut sind. Ja. Ja, perfekt. Perfekt. Ja, perfekt. Und dann müssen wir, und dann wollen wir auch, es gibt Zitate, es gibt ein kleines Video mit Hanno bei YouTube, wir haben verschiedene Sachen schon veröffentlicht, wo man dann einfach das auch zeigen kann, dass die Aufgabe, die du als Spielfeldbegleiter hast, nicht zu schwer ist. Weil viele haben ja auch ein bisschen Angst. So, mein Bruder hat jetzt angefangen, seinen 4-jährigen Sohn zu trainieren. Er hat gesagt, du musst das machen und ein bisschen erklärt. Aber erstmal hat er natürlich Hemmungen, das zu machen, weil erstmal weiß er nicht, was die Aufgabe ist. Und da, wenn wir viele kleine Felder haben, dann sollten wir zusehen, wie wir ausgewählte Eltern als Spielfeldbegleiter dazu bekommen. Die müssen gar nicht trainieren, aber wenn die es schaffen, dass das Spielfeld läuft, ist das großartig. Was ist denn das Trainingsziel von Kinder- und Jugendtraining? Und da kollidieren wir auch mit dem, was oft beigebracht wurde. Weil da muss ich sagen, das sehen wir anders. Und jetzt kann man immer sagen, wir haben jetzt einen Schwerpunkt und heute machen wir Torschuss, morgen machen wir defensives 1 gegen 1 und übermorgen machen wir Passspiel. Für uns ist es immer ganzheitliche Entwicklung von individueller Qualität, technisch, koordinativ, körperlich, kognitiv, also Wahrnehmung, mental, auch sozial, ist immer alles. Weil Fußball ist dermaßen komplex, du musst so viele Sachen machen, Sachen können, du kannst nicht 2 davon rausnehmen und die trainieren.
Und deswegen ist es immer ganzheitlich. Wer trainiert zweimal pro Woche mit seiner Mannschaft? Wer trainiert dreimal? Wer trainiert viermal? Fünfmal? Okay. Je seltener Training ist, desto klarer wird das auch. Also je seltener, wenn ich so zweimal trainiere und dann den Schwerpunkt denke, wir sehen das auch gleich mal, welche Fehler dann vielleicht auch gemacht werden können, auch unabsichtlich, desto wichtiger ist es, ganzheitlich zu trainieren und die Kids ganzheitlich weiterzuentwickeln. Und das heißt trotzdem, dass wir Individualität berücksichtigen. Sven Bender würde diese Form anders spielen, als es Florian Wirtz. So plakativ. Das ist unsere Struktur. Wenn ihr das nacharbeiten, wenn ihr euch wollt, es gibt im Kontext, wir haben verschiedenste Videoformate, wir sehen das auch gleich nochmal veröffentlicht. Wir sehen auch, wenn das gleich schnell geht in den Trainingsformen. Das ist überall bei YouTube, bei fußball.de, kann ich alles angucken. Ich würde es trotzdem gerne einmal erklären. Wir haben hier Trainingsphilosophie Deutschland, Entwicklung individueller Qualität, wir haben Freude, Intensität, Wiederholung, jeder Spieler, jede Position. Wer sagt, der ist doch klar. Wer findet, der ist doch logisch. Nicht logisch? Schon logisch eigentlich, ne? Okay. Zwei Beispiele. 7-6 Spielaufbau Richtung Mittellinie, weil ich habe eine Idee, wie ich jetzt über die Torhüter rausspielen kann. Und ich spiele das 20 Minuten und versuche zur Mittellinie nicht durchzuspielen. Fange immer beim Torwart an. Wäre so ein Schwerpunkt, denke ich, Spielaufbau. Was ist mit dem Stürmer in dem Anlaufteam? Hat der Freude, Intensität, Wiederholung? Was ist, wenn wir in der Schlange stehen, wenn du lange wartest, bis du dran bist, bis dein Tor ist, hast du in dem Moment volle Intensität, Wiederholung? Wir haben Training gesehen, Entwicklungsmannschaft gesehen, beim nächsten Gegner Problem bei Spielverlagerung, trainieren 11-11, von rechts nach links durchspielen, dann flanken, Stürmer in einer halben Stunde zweimal am Ball, weil wie oft schaffst du das, von rechts nach links dich durchzuspielen und zu flanken, Gegenspieler vom Stürmer, dementsprechend 2-2 kämpfen, das heißt, es geht unfassbar schnell, dass in dem, wie wir Training planen, das verloren geht. Und das ist nicht nur für alle stimmt. Und deswegen ist das in jeder Minute für uns entscheidend. Wir haben gleich die beste Trainingseinheit, das sehen wir. Und wir haben ein Minimum an Minuten definiert für die Netto-Spielzeit in den kleinen Spielformen. Netto-Spielzeit ist vielleicht nicht jedem klar. Netto-Spielzeit ist nur, ich spiele im Feld, ich bin drin, ich muss da arbeiten und der Ball ist im Spiel. Weil es meistens nicht. Manchmal sehr kurz weg. Nur das, nicht wenn ich da am Rand stehe und warte, das zählt nicht. Oder wenn ich Anspieler bin, ist auch nicht die Netto-Spielzeit, das ist für mich halt was anderes gerade. Wir haben Minimum definiert und das war eigentlich auch der Schlüssel, Einfluss zu bekommen, auch auf das allerhöchste Niveau. Weil ich habe dann die ganzen Trainer angerufen, U17, U19 und habe gesagt, pass auf, wie lange spielt ihr denn eigentlich? Weil ich dachte 16 bis 20 Minuten, aber hätte ja sein können, dass das gar nicht mehr stimmt. Und dass die alle sagen, wir spielen 40. Die haben aber alle die Daten und konnten tracken und haben gesagt, wir spielen mehr. Haben wir dann 3 Tage später angerufen, scheiße, wir spielen 17,5 Minuten pro Woche. Das heißt, in dem Moment, erstmal wussten wir, das ist noch Status Quo, dass es genauso läuft. Und das Zweite ist, durch die Netto-Spielzeit, durch das Minimum, ist es gewährleistet, dass jeder seine Minuten zählen muss. Und darum bitte ich euch, zählt die Minuten in der nächsten Trainingswoche. Wie viel spiele ich wirklich? Wie viel sind die in Action in den kleinen Formaten, wo es richtig abgeht? Wer macht Intervallläufe? 48 Minuten ist ja 16 mal 3 Minuten, hört sich nach nichts an, sagen die auf dem Bolzplatz waren, ey, sorry. 48 Minuten, die hatte ich Montag nach der ersten großen Pause. Wer 16 mal 3 Minuten auf dem Laufband bei Puls 180 läuft, das ist richtig Training. Das heißt, da kommen wir schon in Bereiche, die zu Training sind. Ich möchte hier Matthias Sommer zitieren. Matthias hat sich die Sachen angeguckt von uns und er hat es so beschrieben, wenn du so nicht trainierst, ist immer die Qualität eingeschränkt. Das heißt, wenn dir Minuten fehlen in den kleinen Spielformen, kannst du so gut coachen, wie du willst, kannst den besten Technikblock machen, kannst du viel Ahnung von Taktik haben, wie du willst. Die Qualität der Spieler ist immer eingeschränkt. Und dieses Minimum, 48 Minuten ist das Minimum, mehr geht immer. Wie viele Minuten trainieren eure pro Woche in den Spielformen? Netto? Ja, nicht
Hallo. Ganz genau weiß ich nicht, aber wir sind über 60 Minuten. Also wir trainieren dreimal die Woche, decken auch dann den einen oder anderen Aspekt ab, der ein bisschen unterrepräsentiert ist, gehen dann auch in einer Einheit bis auf größere Felder, aber wir haben eigentlich immer über 60 Minuten in den kleinen Feldern, in allen Variationen. Und Daniel, du kannst vielleicht einmal kurz skizzieren, weil du bist ja auch viel in Deutschland unterwegs, wie jetzt die Leute in den NLZ anfangen, ihre Minuten zu zählen, was erlebst du da in den Gesprächen? Ja, das ist ganz spannend, weil ich da mit ganz vielen in einem Austausch bin und wir dann auch immer so die Möglichkeit geben, hey, zähl mit und gib uns Rückmeldung, wie ist es denn und wie entwickelt es sich. Und total spannend, was dann auch in den, jetzt vor allem in den NLZ passiert, wo einfach da die Möglichkeit besteht, das auch zu dokumentieren, dass sie dann Einheiten haben, wo einzelne Einheiten ja, diese 30, 40 Minuten haben und die dann in der Woche, ja, jetzt, ich habe ein Beispiel SC Freiburg, ja, der ist dann in der Woche auf 100 Minuten netto, ja, im Aufbereich auf 15, ja, was sie zurückspielt. Das ist total spannend, dass das jetzt einfach kommt so, es ist schon immer klein gespielt, aber ich wusste noch nie wie viel, also immer viel, und aber jetzt machen sie sich wirklich Gedanken und sagen, ja, jetzt gucke ich einfach nochmal krasser drauf und plane dann meine Einheiten auch so, dass ich da nochmal mehr mache, nochmal ein Feld mehr, ja, wie kann ich noch ein paar Minuten rausholen, das ist jetzt wirklich so die Challenge, okay, wie kann ich so das Maximale an Minuten rausholen und wie viele Minuten schaffen meine Spieler, schafft meine Mannschaft, schafft jeder einzelne Spieler denn pro Woche, pro Training und wie kann ich das dann auch entwickeln? Also so Woche für Woche oder Saison für Saison, dann irgendwann mal langfristig gedacht, ja, wenn er in der U12 der Spieler so und so viele Minuten schafft, wie schafft er denn dann schon in der U13, in der U14 und so weiter. So kann man dann weitergehen und so sind jetzt schon die Gespräche mit den Trainern, die Zeit dafür haben. Und es ist total spannend, was sich da entwickelt und was da für eine Challenge selber entsteht. Okay, was ist denn möglich, da rauszuholen? Vielen Dank. Wir haben über die Netto-Spielzeit, über ein definiertes Minimum, die beste Trainingseinheit und Trainingsstruktur, die seht ihr gleich, in der man sich sehr, sehr gut orientieren kann von verschiedenen Überschriften, unter denen wir die Trainingsform finden. Das ist die beste Trainingseinheit für uns und wir sagen, wir würden uns wünschen, dass jedes Kind, jeder Jugendliche mindestens zweimal in der Woche nach dieser Struktur trainiert. Und 12 bis 15 Minuten warm machen, viele Ballaktionen, Dribbling, Fangspiele, was man so macht. Cool wäre, wenn wir Ballbeherrschung und Fintieren viel haben. Man kann in einer Viertelstunde 1200 Ballberührungen haben, wenn man alleine mit dem Ball spielt. Also eigentlich alleine mit dem Ball. Das heißt, da ist schon wichtig, dass wir auch Ballaktionen haben. Das kann man natürlich auch spielerisch gestalten. Nach einer Viertelstunde sind wir im Spielen. 4 bis 5 mal 3 Minuten. Ich habe jetzt, machen wir gleich die Beispiele, 4 bis 5 mal 3 Minuten netto und dafür brauche ich, wenn ich 16 Spieler und 2 Torhüter habe, 2 Felder, weil es sonst nicht möglich ist, in den kleinen Formaten netto in der kurzen Zeit auf die Anzahl zu kommen. Ich brauche mehrere Felder und ich brauche die auch in der A-Jugend. Vielleicht sogar gerade da. Ein Trainer ist hier, ne? Wie viele Spieler ist im Kader? 29, ist normal in Deutschland, brauchst du 3 Felder. Hast du 3 Torhüter? 4 Torhüter, ich habe super Felder für dich. Habt ihr auch 4 Tore? also 4 bis 5 mal 3 Minuten können auch 4 sein, also 4 mal 4 sein, muss ja nicht 3 Minuten sein, kann auch 6 mal 2 sein, wie auch immer. Da ist natürlich eine Flexibilität drin. Dann würden wir nochmal da rausgehen, verschiedene Sachen machen, Positionstechnik. Aber eigentlich kann man da ehrlich gesagt auch ziemlich viele unterschiedliche Sachen machen. Wenn wir jetzt eine B-Jugend nehmen und die haben es defensiv nicht hingekriegt, dann kannst du auch mal defensiv stellen. Also kann ja auch ein taktischer Inhalt sein, kann technisch sein. Flugbälle, Flanken, Torschüsse, alles, was man auch mal hochdosiert dazu trainieren kann. Dann spielen wir nochmal 4 bis 5 mal 3 Minuten. Und dann haben wir mindestens 8 mal 3 Minuten gespielt. Bei 2 mal die Woche sind das die 16 mal 3. Und geht auch ein drittes Mal, klar, auf jeden Fall. Aber weniger als 2 mal ist nicht gut. Wenn man zweimal die Woche trainiert, kann man zweimal so trainieren. Wenn man dreimal die Woche trainiert, kann man trotzdem zweimal so trainieren. Man kann auch dreimal so trainieren, aber man sollte zweimal so trainieren. Und wir würden uns auch wünschen, dass eine A-Jugend zweimal die Woche so trainiert, und zwar ohne Spielersatztraining. Weil wir haben gelernt, dass immer so ein bisschen jeder hört, was er braucht. Und die Trainer sagen dann, ja, mach ich ja. Weil die haben dann am Wochenende gespielt, haben das Spielersatztraining mit den Ersatzspielern so gemacht und haben noch einmal die Woche so trainiert. Das meinen wir nicht. Wir meinen wirklich für alle zweimal die Woche. Plus Spielersatztraining. Ich wollte es nur einmal sagen, weil das ist ganz interessant. Wir waren ja jetzt schon an verschiedensten Orten und haben wirklich gemerkt, wir müssen es ganz klar sagen, sonst verstehen Sie es.
Training, das erste Video. Ich hoffe, ihr könnt hinten gut sehen. Bayern FC Leverkusen, ich war 9 Wochen da. Peter Herrmann war Co-Trainer, war der Co-Trainer von Jupp-Heynckes. Vielleicht kennt ihr nicht alle, eine absolute Legende in Deutschland, in unter Profikreisen, wenn man mit Profis spricht. Brutale Legende, auch für mich. Ich habe schon gesagt, sowohl über das Projekt als auch über Peter dachte ich danach, wie konnte ich überhaupt schon eine Mannschaft trainieren vorher? 11 gegen 11 auf 6 Tore, die Roten spielen oben auf die Tore, 3 Kontakte im Spiel. Innen kannst du Normaltore machen, außen Tore nur direkt, ohne Abseits. Ja, tolles Training. Hat mich begeistert, weil ich kannte das nur ohne die Tore außen. Hier musst du aber außen Druck machen. Du kannst nicht einfach das Zentrum schließen, sondern du musst außen Druck machen, weil du sonst außen einfach das Tor schließen kannst. Hat mich begeistert, ist aber kein Jugendtraining. Das war eine englische Woche zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt. Im Abschlusstraining 2x5 Minuten. Damit die Spieler zusammenstehen, in den Räumen stehen, aufeinander aufpassen können. Toller Inhalt. Aber das ist kein Jugendtraining, weil jeder Einzelne hat ein bisschen Ball zu sehen. Ich finde das nicht. Ja, kannst du ruhig filmen, aber mach's nicht. Sorry. Wenn also jetzt ein Trainer, ihr guckt bei Instagram oder irgendwo seht ihr ein Video von Pep Guardiola oder Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp und die machen sowas. Und ich denke, ja, das sind die besten Trainer der Welt, das muss ich auch machen. Damit kann ich keinen Stürmer entwickeln. Das kann ich in der B-Jugend natürlich, ihr könnt das in der A-Jugend natürlich, könnt ihr 2x5 Minuten am Ende vom Training in der Woche das Spiel spielen, auch 3x5 Minuten. Ja. Aber in der Grundsätzlichkeit brauchen wir einen Filter, was wohin gehört. Ihr könnt alles machen, ich weiß. was wohin gehört. Und den wollen wir damit zeigen. Wenn wir sagen, okay, da fällt was runter, dann ist ja immer die Frage, ihr plant ein Training, so, weißt du, wie viel Zeit jeder Einzelne hat dafür, wir planen ein Training und man überlegt ja, was trainiere ich denn heute? Man muss aber auch fragen, was trainiere ich denn heute nicht? Was trainiere ich heute nicht? Und wir gucken mal ein Training, letzte Saison Borussia Dortmund, Peter Herrmann hier dabei, 7 gegen 4, Ballbesitzspiel. Man muss hier von der, also kann auch Punkte verteilen, wenn du rüberspielst auf die andere Seite, ein Neutraler. Und ich sage jetzt einfach mal, was nicht drin ist. Kein Torschuss, keine Flanke, kein Dribbling, kein direkter Zweikampf, kein Flugball, kein Tiefenlauf, keine Abseitslinie. Wow. Also da fehlt ein bisschen was, was wichtig ist für Fußball. Ist das deswegen schlechtes Training? Überhaupt nicht. 2x4 Minuten, das pointiert Orientierung, erste Kontakte, Wahrnehmung im Passlegen. Aber nach 10 Minuten, 2x4 Minuten, ist das zu Ende und für eine Kindermannschaft eigentlich auch nicht. Selbst für eine D-Jugend, das ist eigentlich noch zu viele Spieler. Kann man das machen? Ja, aber 10 Minuten. Ja, in der D-Jugend muss man es auch nicht unbedingt machen. Aber das würde den, das ist kein Killer, wenn man es macht. Ganz viele elementare Dinge nicht drin. Jetzt gab es im September einen interessanten Anruf, der Sandro und mich zumindest in die Situation gebracht hat. Also Daniel hat es in die Situation gebracht, gegen Polen das Spiel zu coachen mit der U20. Aber es hat uns in die Situation gebracht, zu überprüfen, wie überzeugt sind wir denn eigentlich wirklich. Weil Rudi hat ja angerufen und hat gesagt, wir spielen gegen Frankreich, ihr müsst kommen und dieses Spiel mit mir machen. Und wir hatten ein Training Zeit. Und wir haben uns für das hier entschieden. Und das ist dann Trainingsphilosophie Deutschland. Das ist für uns der Kern von Training oder ein Kern. Wir sehen, dass wir mehr brauchen. 4 gegen 4 innen ist nicht gegendert. Also innen im Feld. Und haben hier Anspieler außen. In jeder Mannschaft 2 spielen mit Abseits. Das heißt, die können jetzt nicht einfach hier vorne stehen, sondern die müssen sich mit der Abseitslinie orientieren. Wenn der Ball nach außen geht, kommt die Hereingabe. Und diese Hereingabesituation, ich weiß nicht, wer sich an das Spiel in Japan vorher erinnert, die wollten wir unbedingt trainieren. Also wie in Frankreich, also kannst du jeden Durchbruch am Flügel verhindern? Eher nein, aber dann darfst du wenigstens hinten nicht aufgehen. So, deswegen wollten wir unbedingt diese Situation, aber wir wollten halt nicht nur diese Situation trainieren in dem einen Training. Also wenn der Ball außen gespielt wird, ich mache es nochmal, ein oder zwei Kontakte, der Ball darf nicht ruhen. Wenn der Ball liegen darf, kannst du ihn ja mit der Sohle stoppen. Eigentlich kann dich keiner angreifen, weil das Feld zu breit ist. Also der Ball darf nicht liegen, er muss rollen und dann muss die Hereingabe kommen. Also du kannst jetzt nicht ganz passiv hinten rausspielen und dann geht der Ball vor das Tor. Abschluss, auch da, sofort nächster Ball. Interessant, und das ist diese Ganzheitlichkeit. Wir haben ja die Hereingabe, jetzt guck mal, die wollen das erst in der Mitte ausspielen.
Die wollen nicht nach außen spielen im ersten Moment. Die wollen, dass wir ausspielen. Und dann geht es nach außen und dann kommt die Hereingabe. So, dann läuft das Spiel weiter. Dann hier geht es links raus, wieder erster Kontakt ins Feld, der Rückpass, der Abschluss. Auch jetzt wieder, nächster Ball, wieder erst die Situation innen zu dribbeln. Jonathan Kahn entscheidet sich für den Pass nach außen. Dann kommt die Flanke von Thomas Müller und jetzt kurze Ablage und dann wird in der Mitte ausgespielt, über Umschalten. Du gewinnst den Ball, nimmst sofort die Situation nach vorne. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, was ist denn nicht drin, ist es nicht mehr ganz so leicht wie gerade. Flugbälle sind wenig drin. Wenn du hoch gehst, Räume weit im Rücken sind nicht drin. Du hast die Situation, das ist das Aber. Ein sehr, sehr guter Defensivspieler, ein harter Defensivspieler, Sven und Lars Bender, auch Hanno, sagen, wenn du ein harter Defensivspieler bist, dann kannst du da drin den ersten Zweikampf oft nicht führen, weil die spielen dann immer nach außen. So, wenn die wissen, jetzt kommst du und willst den wehtun, spielen die halt nach außen. Also lohnt es sich kaum noch, in die erste Situation reinzugehen. Da sehen wir brauchen eine Rezeptur. Wir können jetzt nicht eine Trainingsform machen und trainieren jetzt 8 Jahre so und dann haben wir auf einmal alles abgedeckt. Weil dieser Ausstieg nach außen natürlich trotzdem attraktiv ist. Aber wir haben natürlich viele, viele Dinge vom Fußball. Viele Dinge. Und klar, jetzt stehen hier, das war 2 Tage nach Japan, 1 Tag vor Frankreich, deswegen stehen hier 6 Spieler. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel mit 12 Spielern so ein Spiel macht, kannst du 4x6 Minuten spielen, alle 2 Minuten wechseln die Außen. So, und dann hast du immer in diesen 6 Minuten hast du einen überragenden, hast die Pause schon. Und eigentlich kannst du sogar durchspielen. Du kannst eigentlich 30 Minuten durchspielen und schickst dann immer die nächsten beiden raus. Dann hast du einen Schlüssel von 2/3 der Zeit spielst du innen und 1/3 bist du außen. Und da kannst du natürlich wunderbar auch nette Spielzeit kreieren und Fußball trainieren. Ihr müsst mir mal sagen, wann wir Pause machen. Ich bin immer ohne Uhr. 10:07? Ah, okay. Dann machen wir den Block, spielen auf mehreren Feldern noch. Wo sind nochmal E-Jugendtrainer? Wie viele Torhüter habt ihr? Wie viele Tore pro Training? 2? Wie viele Feldspieler? Ui. Wow. Und die anderen? Die Realität auf Deutschlands Fußballplätzen ist natürlich nicht, ich habe überall immer Felder auf 2 große Tore und 2 Torhüter. Deswegen brauchen wir auch alternative Feldformate. Das ist so ein alternatives Feldformat, das wollten wir eigentlich heute im Training machen. Weil wir die ganze Trainingseinheit mit allen Varianten in diesem Feld spielen können. Hier 7-jährige BVB-Fußballschule sind nicht im NLZ, also schon wieder ein bisschen her, vielleicht sind jetzt ein paar. Unglaublich, wie gut man mit 7 sein kann. Ich war begeistert. Und wir spielen, die Torhüter haben uns ausgeliehen, wir spielen 2x3 gegen 3 auf 1 Tor und auf kleine Tore. Und das ist genau die Entscheidung aus der Tabelle. Statt 7 gegen 7 mit 7-Jährigen das zu spielen. Und muss das Feld sein? Natürlich nicht. Man kann auch das Tor dahin stellen und die anderen kleinen Tore dahin stellen. Man kann auch auf einer Seite auf eine Linie spielen und auf 2 kleine Tore spielen. Also da brauchen wir natürlich eine gewisse Kreativität und auch Flexibilität in den Feldformaten, weil wir nicht immer 2 große Tore entstehen können. Aber das ist die Entscheidung. Wenn wir da nochmal tiefer reingehen, ist das ein Gleichzahlspiel oder ein Überzahlspiel? Du hast Überzahl? Ja. Genau. Die rote Mannschaft mit dem Torwart spielt in Überzahl 4 gegen 3 auf die Tore. Da wäre die Möglichkeit, weil es Überzahl ist, mit vielen Torwart und einer Shotclock zu spielen. Shotclock heißt, die haben 10 Sekunden Zeit, um abzuschließen. Ich zähle leise los und zähle dann irgendwann laut 8, 9, 10. Und dann musst du diese Überzahl dynamisch ausspielen. Gerade an der Basis ist der Stopp, wird das Training intensiv. Kumpel von mir trainiert eine E-Jugend nach der Trainingsphase für Deutschland. Seit 2 Jahren, da bin ich irgendwann hingegangen, habe das Training gemacht, habe die gleichen Sachen gemacht, die er eh macht, aber die ganze Zeit gecoacht und mit der Stopp gearbeitet. Das war krass, das war einfach doppelt so intensiv, wie wenn wir das machen. Das heißt, die Intensität kann ich steigern über meine Stimme, aber auch über solche Möglichkeiten. Und hier Überzahl in die Richtung. Aber was ist jetzt, wenn Gelb den Ball hat? Ist immer noch Überzahl? Das pure Gleichzahlspiel.
3 gegen 3, auf die 3 gegen 3 und die haben noch einen Torwart. Pures Leistung, muss sofort drin, muss sofort in die Aktion. Dadurch geht der Ball oft ins Aus. So, weil es wild ist, schwer. Total schwer da, was zu machen. Das ist toll, weil du dich durchsetzen musst, weil du in die Aktion musst. Aber da kann man schon mal ein Bewusstsein dafür wachsen lassen, was ist denn eigentlich Gleichzahl, was ist Überzahl. Und hier im Überzahlspiel sehen wir schon, dass du dann auch sofort unter Druck stehst. Aber was wollen wir ja auch? Wir wollen ja Spieler, die Druck auflösen können. Wir haben letzte Woche trainiert. Hier ist Sandro Wagner, Hermann Gerland. Wir waren da, Toni Vissalvo, und wollte es einfach mal zeigen von den Feldformaten. Das können bei euren Vereinen, wenn man kommt, kann man eigentlich diese drei Felder aufbauen, da kannst du alles machen. Und vielleicht braucht man am Ende, wenn man 25 Spieler hat, öfter dieses Feld, weil man die hierfür zu wenig Tore hat. Aber hier ist ein Kleinfeld, hier ist das Hybridfeld von gerade, also Mischfeld, Kleinfeld und Großtor. Und hier ist das normale Feld. Und hier haben wir zum Beispiel gespielt, die Überzahl haben wir umgedreht, weil die Blauen waren zu dritt und die sind zu zweit. Und dann spielen wir mit der Stockklapp aufs große Tor und mit fliegendem Torwart auf das andere. Dann ist es einfach umgedreht in der Struktur. Und wenn ich das dann durchwechsel über ein Training, muss ich auch gar nicht so viel variieren. Weil ich kann ja eigentlich, wenn ich das ist Drittel, spiele ich ein Drittel hier, ein Drittel hier, ein Drittel hier und spiele auf dem Feld immer die gleiche Variante. Ist für die Eltern, Spielfeldbegleiter und so auch ein bisschen einfacher. Und da wollen wir einfach unterstützen und zeigen, was möglich ist. Unbedingt. Welche die? Daniel, wie groß sind die Tore? Ja. Wir werden am 6. März eine PK machen und auch dann im Nachhinein, wir wollen was drehen für die Schulen. Weil wir schaffen es auf keinen Fall, über eine Organisation Topspieler zu entwickeln. Das ist nicht möglich. Wenn jemand zweimal in der Woche trainiert, wenn er anfängt, Fußball zu spielen, kann man kein Topspieler werden. Das heißt, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen mit den jungen Leuten dahin, dass die, vielleicht kann man sich im Verein aus diesem Mannschaftskontext lösen, dass man sagt, nicht die E-Jugend hat hier zweimal Training, die D-Jugend hat da zweimal Training, sondern E- und D-Jugend haben oder F- und E-Jugend haben an diesen 4 Tagen Training und alle können kommen. Und dann können Kinder, die angemeldet sind, können alle trainieren. So, das geht manchmal aus Platzgründen nicht, aber die dann neben dem Sportplatz wohnen, die unfassbar motiviert sind, hätten die Möglichkeit, statt zweimal, viermal zu trainieren. Und die nur zweimal die Woche kommen wollen, kommen nur zweimal. Da müssten wir eigentlich überlegen, wie wir da hinkommen. Perspektivisch schaffen wir das auch nur, wenn wir den Fußball in die Schulen bekommen. Und wir haben ja verpflichtend einen offenen Ganztag irgendwann. Meine Große ist aus dem Grundschulalter raus, die Kleine ist noch in der 3. Klasse. Die haben dann immer Mittagessen, dann spielen die da noch 1,5 Stunden und dann kommen die nach Hause. Und wenn wir es schaffen würden, hier, das kann man ja auch nach draußen rechnen, den Kleinfeldfußball in die Halle zu bekommen, in die Schulen zu bekommen, dann würden wir natürlich die Situation verändern, vor allem wenn das auf einer täglichen Basis geht. Das heißt, da kommt jemand hin, schließt den Sportplatz auf, baut die Felder auf, teilt ein und spielt Fußball. Diese Struktur habe ich in der Schule gemacht. Ich muss zugeben, das war eine 9. Klasse. So, 30 Jugendliche, 30, 6, 12, 18, 24. Das heißt, wir haben eine Rotation gemacht. Jeder spielt, geht rum und die 6, die Pause hatten, was haben die wohl gemacht? Nein, sie haben die nicht eingesammelt. Die waren Spielfeldbegleiter. Die haben motiviert und haben in die anderen Felder die Bälle reingespielt. Wir hatten eine Dynamik im Schulsport, die du eigentlich nicht bekommst. Weil sonst, ihr wisst, wie das ist, werden Bälle geholt, dann ist immer Pause. Dann ist Spielfeldbegleiter. Und natürlich könnte man sowas auch versuchen, in Ganztag zu integrieren und solche Dinge zu sammeln. Und dann auch schon junge Menschen dazu zu Spielfeldbegleiter zu machen. Es geht in der 1. Klasse vielleicht nicht. Ich sage, die 3. Klasse, wo meine Kleine jetzt ist, die könnten das. Die würden das ja lernen. Du machst das ja nicht einmal, sondern musst ja auch wiederkehrend machen. Thank you.
Sport. Eigentlich ist es leicht. Was brauchst du? Du brauchst einen Sportplatzzugang irgendwo in der Nähe. Eine Halle, die brauchst du auch für andere Aktivitäten. Das ist immer ein bisschen schwierig. Vielleicht kann man die auch nutzen. Viele Schulen haben auch einen Bolzplatz, der so ähnlich groß ist wie diese Halle, die wir hier sehen. Und dann müssten wir jemanden haben, dass die Kinder, die Fußball spielen wollen, die Chance bekommen. Du brauchst Bälle, du brauchst kleine Tore. Und du brauchst einfache, wiederkehrende Settings. Da kann Rentner, freiwilliges soziales Jahr, aber da gibt es natürlich auch rechtliche Hintergründe und das müssen wir alles mal checken. Aber wir werden das inhaltlich vorbereiten. Wir werden das mal inhaltlich auf den Tisch legen, wie kann das aussehen und dann muss man natürlich das auch politisch klären. Für den offenen Ganztag wäre es eine Riesenentlastung. Wenn 20 Kinder da rausgehen und Fußball spielen, ist der Schlüssel, Betreuungsschlüssel für die anderen, die es nicht wollen, ist besser. Und dann haben wir auf einmal vielleicht dreimal die Woche in der Schule Fußball, zweimal im Verein oder vielleicht dreimal, wenn man das so übergreifend macht. Dann gibt es ja noch Zusatztraining, Fußballschulen, ich weiß nicht was, und ja auch, man hat auf einmal 6 oder 7 Mal die Woche Training und dann kann das gehen. Zumindest wenn man sich drumherum auch noch ein bisschen bewegt. So, wenn man nur Fußball spielt, ist vielleicht ein bisschen wenig, so drumherum Sport machen, das gehört natürlich auch dazu. Nein. Aber das wäre zum Beispiel eine Zusatzqualifikation, wo du das Kindertrainerzertifikat machst mit einer Zusatzqualifikation offener Ganztag und dann sage ich, ja, freiwilliges soziales Jahr, Frührentner, Rentner, da, klar. Oder auch Mamas und Papas, die halbtags arbeiten, also es gibt es vielleicht schon. Ich glaube, wir müssen es überhaupt erst mal sehen, dass das möglich wäre. Aber klar. So. Bevor wir gleich Pause machen, vom Kinderfußball zur Nationalmannschaft. U16 Trainingslager dieses Jahr in Spanien. Ich durfte dabei sein, bin dabei gewesen, habe aber nicht gesagt, wie die trainieren sollen, möchte ich dazu sagen. Alles, was hier passiert ist, ist passiert, weil wir uns so viel darüber unterhalten haben, dass da aus der Überzeugung das entstanden ist. 4 gegen 4, Linie verteidigen, Linie bespielen. Wir haben das gerade gesehen, ist ein Ordner, für uns extrem relevant. Die Regeln sind, nur einer von den Orangen darf nach vorne verteidigen, nur einer darf raus. Die anderen verteidigen die Linie. Dadurch entsteht bei Orange ein Verteidigungsverhalten. Sieht man, einer hat einen relativ schnellen mit 4er-Kette und ist ein sehr strukturiertes Verteidigen. Wir sehen auch, dass im Ballbesitz du nicht sofort Druck hast, sondern immer wieder die Situation hast, dass man den Ball bekommt und einen Raum vor sich hat, den man bespielen kann. Es ist nicht dieses klassische Wilde von einer kleinen Spielform, wo du sofort spiegelst und dann geht's los. Wir sagen jetzt, wenn wir dann nochmal zurückgehen, das erinnert defensiv an die Viererkette, aber es lohnt sich dazu, hinzugucken. Viererkette sieht man sofort, ne? Linker Innenverteidiger. So ist eigentlich das taktische Verhalten einer Abwehrreihe. Stellt euch mal vor, 9er, 10er, rechts außen, links außen. Stimmt's immer noch? Erste Pressinglinie. Rechts außen, rechter Sechser, linker Sechser, links außen. Stimmt's immer noch defensiv? Das stimmt eigentlich immer. Und das versuche ich natürlich in der Spezifik, meine Außenspieler eher hier hinzustellen, meine zentralen Spieler eher hier hinzustellen, damit ich das Verhalten habe. Wir werden gleich daran auch noch sehen, warum Feldgrößen elementar sind. Aber das stimmt defensiv erstmal immer. Und das Zweite ist, dieses den Raum vor sich haben und den bedrohen zu können, das ist ja auch Fußball. Wenn wir jetzt an den großen Fußball denken, das ist ja nicht so, dass du immer zwischen den Linien spielst. Dann oft geht das ja aus einer Situation los, wo du erstmal auf den Block spielst und das dann andribbeln musst. Über Passspiel beschleunigen muss und so weiter. Was wir hier gemacht haben, und das können wir ab D-Jugend kann man das genauso trainieren. In der E-Jugend weiß ich nicht, vielleicht. Ab dem ersten klaren Ballbesitzwechsel machen wir das Spiel frei. Und jetzt ist es ein freies 4 gegen 4. Und was man sofort sieht, freies 4 gegen 4, ist diese Würfel 4 Mann-Mann zu ordnen. Spielt einfach 1 gegen 1, das ist 4 gegen 4.
So, jetzt ist das Trainingslager und der Marc Meister mit der U16 hat ja nicht 8+2 mit, sondern 21+4. Und die anderen, habe ich richtig gerechnet? Stimmt gar nicht, ne? 9 plus 8, 17. War ein paar verletzt. 17 plus 4 wahrscheinlich. Ich muss mich kurz sammeln. Und hat hier in einem kleinen Feld, es gibt viele Zahlen, in einem kleinen Feld gespielt, 4 gegen 4 plus 1. Der eine ist der Stürmer. Und die Regeln sind, Tor zählt nur direkt. Es war nicht direkt, sondern nur direkt. Erinnert euch an das 7 gegen 4 Ballbesitzspiel. Hier ist ein 6 gegen 4. Tore nur direkt heißt, du musst mit einem Kontakt schießen. Jetzt ist der Stürmer neutral, weil es ist ja schön, wenn ein Stürmer mit einem Kontakt Tore machen kann. Der kann jetzt auf beide Tore schießen und der muss auch jemanden anspielen, der mit einem Kontakt schießen kann. Und hat dadurch natürlich eigentlich ein extremes Stürmertraining. Das hier spielt man eher über Pässe aus, aber auch, es nimmt das Dribbling nicht ganz raus, weil du trotzdem die Situation immer wieder mit dem Dribbling auch löst. Und so wie es jetzt ausgeht, sieht man ja jetzt hier auch dieses jemand anspielen, dass er mit einem Kontakt schießen kann, das ist schon auch eine Qualität und eine Fähigkeit. Sieht das an der Basis so aus, die Form? Nein, kann man die trotzdem spielen? Na klar, die lernen das ja da drin. Und da pointierst du sehr Passspiel, aber hast auch immer dieses Spielverständnis drin und musst auch immer gucken, wen musst du denn jetzt decken. Wenn einer schon Kontakt hat, kann der nicht mehr schießen. Also kann ich dann wieder auch mein Defensivverhalten anpassen. Aber entscheidend, mal erstmal grundsätzlich, bevor wir noch tiefer in die einzelnen Formen gehen. Die Entscheidung, die getroffen wurde, war auf zwei Feldern zu spielen, damit du dann wieder mehr Zeit hast, weil die Netto-Spielzeit in kurzer Zeit generierst für alles, was du sonst machen willst. Positionsspezifisch, Positionstechnik, auch taktische Inhalte, Standardsituationen. Und das fanden wir phänomenal. Christian Wick war auch mit, sagt auch, da haben wir uns schon noch mal weiterentwickelt. Und wer hat U17 geguckt, EM, WM? Christian hat mit der Mannschaft letztes Jahr, Hanno übernimmt die Mannschaft jetzt. Ich dachte die ganze Zeit, wir waren ja ein Trainerteam, wir dachten die ganze Zeit, wir übernehmen die. Deswegen war ich ja immer dabei. Also Trainingslager, Quali, EM in Bulgarien. Die haben extrem viel, das was wir von der A-Nationalmannschaft gesehen haben, Flanken verteidigen. Die haben ja, wenn sich an die Tore erinnert, die haben extrem tolle Tore geschossen auch darin und viel gespielt, hart trainiert. Muss man ganz klar sagen, aber auch Christian sagt, eine neue Entwicklung wieder, dass wir auf mehreren Feldern spielen und dass wir das die Basics wieder mehr in den Vordergrund stellen, auch für uns. Und bevor wir Pause machen, Hanno, U18 Nationalmannschaft. Das ist ein Lehrgang aus dem Oktober, U18 Perspektivlehrgang, weil der A-Kader bei der WM bzw. Vorbereitung auf die WM in Indonesien war. Und das waren die Jungs hinten dran, wir waren in Duisburg und sehen hier ein 4 gegen 4 innen mit jeweils, auch nicht gegendert, richtig, und jeweils zwei Außenspieler, ähnlich wie die Form der A-Nationalmannschaft, nur dass es nicht ganz so breit ist und hier eher um ein Passen, ein Spielen von der Seite geht. Die Außenspieler haben maximal zwei Kontakte. Ich habe es früher häufig so gespielt, dass wir neben dem Tor standen und nur direkt prallen lassen konnten. War aber, glaube ich, auch Peter Herrmann, der gesagt hat, es macht Sinn, jetzt den eigentlich einen zweiten Kontakt zu nehmen, weil dadurch der Stürmer in der Mitte einfach mehr Zeit hat, nochmal in Position zu laufen. Also den zu kontrollieren. Jetzt kann ich innen auch nochmal die Position verändern und anpassen. Und direkt ist auch möglich, aber ich habe maximal zwei Kontakte. Und es gibt den Spielern innen die Möglichkeit, auch schärfer nach außen zu passen. So, jetzt hatten wir aber bei dem Lehrgang auch nicht 12 plus 2, das muss ich auch zählen, sondern wir hatten 21 plus 3 und haben dann parallel auf dem anderen Feld 4 gegen 4 plus einen Neutralen auf ein Tor mit wechselndem Angriffsrecht gespielt. Wir sehen jetzt, der Neutrale spielt an, Team Blau bekommt den Ball und hat jetzt das Angriffsrecht und greift auf das einzige Tor an. Genau, Abschluss. Jetzt muss ich Magenta rausspielen. Spielaufbausituation, spielt den Neutralen an. Jetzt dreht das Angriffsrecht und Magenta hat die Möglichkeit, Richtung Tor zu gehen. Also ich gehöre noch zu der Generation, die früher so Basketball gespielt hat, der hieß das Streetball. Genau.
Gibt da die Variante, wir haben es mit einem neutralen Einspieler gespielt, einfach auch, weil wir ungerade waren in dem Augenblick, da mit 9 Feldspielern und einem Torwart, hat sich das angeboten. Man könnte das auch als Dribbellinie nehmen, dass ich sie überdribbeln muss und dann drehe und in die andere Richtung gehe. Man könnte da das Feld noch ein Tick länger machen, 2 kleine Tore hinstellen, mit erzielen ein kleines Tor, dreht sich sofort das Angriffsrecht. Wichtig ist nur, dass da sofort wieder Bälle entweder vom Torwart kommen oder vom Spieler hinten, dass sofort die Intensität ist und dann werden die Felder gemischt und jeder hat die Netto-Spielzeit dann relativ schnell erreicht. Vielen Dank. Das mit den Anspielern ist, das hat man uns in Deutschland so ein bisschen abgewöhnt, weil irgendwann gesagt wurde, ist aber abseits, da kann keiner stehen. Also wurde viele Jahre nicht gemacht. Wir sagen, das ist großartig, das zu machen. Man muss auch sagen, dass ich auch jahrelang diese Form nicht gemacht habe, Anspieler neben Tor, wenn gesagt, in dem Tor steht keiner. Heute sagen wir aus verschiedensten Perspektiven, ist das aber Quatsch. Weil es geht darum, dass die Fähigkeiten sind, die du entwickelst und nicht, ob im wahren Leben einer neben dem Tor steht, weil es gibt ja auch keinen neutralen Spieler, aber es gibt auch gibt ganz viele Sachen nicht, diese und auch keine Stangen auf dem Platz und Hürden und so. Das ist in der Argumentation ein bisschen wenig. Wenn wir da nochmal genau reinschauen, dann gibt es da ein paar Punkte, die ich nochmal auch noch sagen möchte. Wenn wir jetzt das angucken, wir nehmen kleine Spielformen und wir gucken jetzt mal die Distanzen an, die die Spieler haben. Weil jetzt denken wir uns einfach mal die hier weg, wenn sie mal aus. Kurzer Pass, kurzer Pass, kurzer Pass, kurzer Pass. Muss sich dieser Spieler viel drehen, wenn du ohne Anspieler spielst? Kopfverhalten, muss der vom Blickverhalten? Alles vor sich, muss nicht gucken, muss sich eigentlich wenig orientieren. Wir wollen aber Spieler haben, die den Kopf drehen können, die sich orientieren können. Thema Passdistanzen, Beschleunigungsbälle, wenig drin, weil alles eng ist. Und wir müssen natürlich aufpassen, wenn wir viel eng trainieren, dass wir nicht alles in diesen ganz kleinen Räumen lassen. Guck mal einfach vom Blickverhalten mit dem Abwurf, geht der Ball dahin und jetzt muss dieser Spieler den sehen und der Ball ist aber da. Das heißt, der Anspruch auch hier, guck mal, er versucht jetzt den sogar zu sehen, müsste vielleicht schon noch ein bisschen mehr drehen, auch Arsch zur Grundlinie, auch ein bisschen offener sein, um überhaupt die Chance zu haben. Das muss ja schon fast eine Eule sein, um da den Kopf so weit rumzukriegen. Also wir schaffen natürlich eine extreme Orientierung in dem Spiel. Bevor wir jetzt in die Pause gehen, wir waren zusammen mit Didi Hamann auf dem Talk und Didi ist ja kritisch, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Sehr kritisch und hat dann gesagt, dachte er kriegt mich. Aber ja, die Hallensaison war wichtig für mich. Und dann habe ich ihm diese Form gezeigt und gesagt, aber Didi, ich bin das ganze Jahr Hallensystem. 4 gegen 4 plus Torwart und das ist die Bande. Lebendige Bande. Der Ball geht nicht so oft ins Aus. Der Rhythmus dieser Form, weil da welche stehen, ist ja viel höher. Weil sonst wäre der Ball im Aus, da ist er nicht im Aus. Es kann schon ins Ausfließen, aber nicht so leicht. Das ganze Jahr. Das kannst du immer spielen. Und so, ja, oh, krass, stimmt. Und hier haben wir ganz wunderbare Elemente drin. Die Anspieler können übrigens auch neben dem Tor stehen. Ich weiß nicht, ob wir heute so weit kommen mit den Videos, wir haben alles da, aber die können hier stehen. Auch das kann man sich ja schon mal vorstellen. Die stehen hier statt da. Dann hast du dieses Vorwärts, rückwärts klatschen lassen, neben das Tor klatschen lassen. Dieses in die Tiefe stehen, klatschen lassen, unter den Ball kommen, in den Ebenen. Und du hast sogar mehrere Ebenen, die du daran hast, weil du oft vom Torwart den Mitspieler anschließt, der lässt klatschen, dann spielst du tief neben das Tor. Also da haben wir verschiedenste Möglichkeiten, auch die Anspieler unterschiedlich zu positionieren. Und das so als erster Teil der Trainingsphilosophie Wiesbaden. Und in 3 Jahren der Tennisphilosophie Saudi-Arabien. Viel Spaß in der Pause.